Goldfälscher aus Fernost haben offenbar ein besonderes Faible für deutsche Münzen und sie geben sich manchmal besonders viel Mühe, wie man an diesem 5-Mark-Stück aus dem Kaiserreich sieht, aus dem Königreich Preußen. Auf den ersten Blick kaum Unterschiede hier bei Kaiser Wilhelm zu sehen. Nur wenn man etwas genauer hinschaut, dann sieht man beispielsweise, dass auf dem Bart etwas zu viele Details bei der Fälschung zu sehen sind, auch das Haarteil etwas zu detailreich ausgeführt. Und hier seht ihr auch schon, bei der Fälschung hat man sich die Randschrift gespart. Die war dann wohl doch etwas zu kompliziert für die Fälscher. Und das ist auch ein Erkennungszeichen für die meisten Münzfälschungen aus dem Kaiserreich, dass sie einfach keine Randschrift haben, dass hier auch der Adler etwas undeutlich geprägt ist. Ansonsten, wenn man diese Münze auf die Waage legt, das Gewicht ist fast identisch. 27,77 Gramm muss sie haben, 27,27 hatte sie. Auch der Durchmesser ist fast gleich, aber hier entlarvt sich die Fälschung durch die fehlende Randschrift. Also immer schön den Rand prüfen, bevor man eine Kaiserreichmünze kauft.